herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer neuen schönen Folge von Need for Speed Most Wanted. Wir sind beim letzten Mal diesen schönen Nissan GTR gefahren. Jetzt werden wir zum Dodge Challenger wechseln, wie ich ja schon gesagt habe. Und wenn wir jetzt immer so weitermachen, dass wir jetzt pro Part ein Fahrzeug schaffen, das wäre mal richtig nice. Na, hier brauche ich... Store, das ist immer doof. Da muss ich mir erst Ultimate Speedpack holen. Aber wir gehen jetzt einmal zu SRT. Und zwar den Dodge Challenger. Die Viper, mal sehen. Aber ich will den Dodge Challenger fahren. McLean ist da zum wahren Springen. SRT. So, wo haben wir dich, Dodge? Ah, hier. Oh, nice Auto. Guck dir das schöne Auto mal an, ey. So. 5 Rennen. Das erste ist eine Tempojagd. 7,8 Kilometer. Oh, wir können das Rennen ein Glück starten, ey. Oh, da stand 15 von 41 Wagen gefahren. Da erwartet uns eine Menge. 174 km ist ja nicht besonders schnell. Wenn ich auf der Speedwall schon so bin... Und es ist kein neues Rennen. Ich kann mal erstmal einen Schluck und trinken. Nicht, dass das Rennen hier vorher schon losgeht. Wunderbar. So. Container. Ein Containerschiff wie in Hamburg. Kennt ihr bestimmt. Sehr, sehr großer Hafen. Ach Gott. Ach, wieder Bollywood-Mucke. Yeah! Boah, komm rum, Alter! Na, das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, ey. Der wird sich schwer lenken, Leute, das zeige ich. Ja, hier sind die Gistikometer nicht schwer, Leute, mit 160. Oh nein! Na super! Ein Biest ist das, ey, der Dodge Challenger. Vielleicht kommen wir auf die Autobahn, glaube ich. Bitte hier. Yeah. Da kann ich Gas geben. So, let's go. Wir müssen die 160 erreichen, ja. Das ist nicht besonders einfach jetzt, ne? Das Auto noch kein Nitro hat, ey. Geht er schnell hoch. Man sieht ja hier, geht schnell hoch. So, bei 150 sind wir schon. Komm, 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 komm. Komm, fahr, komm. Mach hin. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Nein, was war das denn? Nein, Mann, ehrlich, ey. Boah, der hat mich denn jetzt gestriffen. Toll. Jetzt geht die Pechkrise wieder los. Ach komm, es war eine leichte Tempo, ja, ey. Ist doch gar nicht mal so schwer. So, kennen wir. Let's go. Ach man, ich will die Bollywood-Mucke haben. Die war so cool. Und wir haben allein jetzt schon Gold. Der muss Auto in Weiß haben. Gelb doch nicht, ey. Gelb und Dodge Challenger. Nein, ey. Bitte Weiß mit schwarzen Rallye-Streifen. So ein Auto wäre mal richtig nice, ey. Für die Zukunft ein Dodge Challenger vor seiner Haustür. So, wir haben jetzt schon locker Gold. Das schaffen wir auch. Hier schön rein zu driften ist ja nicht schwer. Müssen ja nur über 160 km/h bleiben jetzt und dann kein Crash bauen und sowas. Das wird ja nicht schwer sein. Aber richtig Bock hier mit dem Dodge Challenger zu fahren, der ist so ein schönes Auto. Gefällt mir einfach. Schon bei über 170. Oh nein, oh nein, oh nein.
So, bitte nicht streifen, der Schiff baut 75. Die Speedwall hatten wir auch, Speedwall haben wir auch schon geknackt. Da ist das Ziel. Und geschafft mit 179. Schön. Sehr schön. Geländereifen und Nitrobrenner. Na, Nitro brauche ich auf jeden Fall. Mit der Karre. Zwei. Zum Pagani Huayara, okay. So, was, anwenden. Und anwenden. Was haben wir für ein Pagani da freigeschalten? Weiß ich jetzt gar nicht, wartet mal. Wang Pagani. Es gibt zwei Pagani. Zonda, okay. Den Huayara können wir dann fahren. So, nächstes Rennen. Running the Gauntlet Sprint 4,8 Kilometer C-Punkt Fastlane. So, wir legen los. Können wir bitte anders lackieren, wir ihn in weiß haben. Es ist ja, der passt einfach nicht dazu. Oh, lässt sich auch so schwer um die Kurven lenken, ey. So, wo müssen wir lang? Ich fahre mal geradeaus jetzt durch. Bloß weg hier, ey. Auf die Autobahn auch. Oh, jetzt können wir mal testen. Ach, du bist ja echt eine fette Karre, ey. Das schon bei 205 ist der, der Begrenzer. Wo ich nehme entkommen. Alle 1,2 Kilometer noch und dann werden wir auch schon beim Ziel angelangt. Autos vielleicht, das ist da Ultimate Speed, oh. Stopp. Da ist eins, Alter, es geht knapp. Und noch ein, ha. Geil, Mann. Zwei Autos mit einem Strich. Wie heißt es mit einem Satz? Einen Satz mit X. Oh, das ist das nächste. Alter. Ein Caterham, okay. Gibt's denn noch ein paar, die ich noch nicht gefunden habe? Noch hier ist er drin. Alter, drei Autos erstmal schnell gefunden. Das ist geil. Das ist geil. Ein Sprintrennen Mitte. Okay. Oh Gott, ich glaube, ich weiß schon, was passiert. Wir müssen über die Zugschienen fahren. Sieht aber auch nice aus. Wie das so machen, das würde ich gerne mal wissen, ey. So ein Effekte einfügen, okay, ist ja nicht die Schiene. Tja, haut mal da vorne alle ab, ist ja auch egal, lass mich hinten rumgammeln. So, Camaro. Bumblebee Action. Wer Bumblebee nicht kennt, Transformers, dieser Film sagt euch bestimmt was. Er ist weltbekannt, Leute, und den müsst ihr kennen. Auch wenn ihr kein Fan von sowas seid, den Titel musst du kennen. So, wir sind nur Sechster. Das ist ja gar nicht gut, ist ja peinlich. Deswegen komme ich jetzt mal hier an, mein Windschatten. Und werde ich hier schön wegrammen. Wie wär's denn damit? So, tschüss. Auf Wiedersehen. Alter, wie wir sie alle wegrammen hier, ey. Was für ein Lappen, ey. Alter, wie die angerast kommt. Oh, komm rum.
Okay, natürlich sind jetzt hier die Viper eindeutig besser. Wir müssen irgendwie schaffen. Auch nochmal ab, ich brauche ein bisschen Nitro. Komm, geht! Haut ab! Ich muss Rolex. Ja, ja! Ja, es gibt's nicht! Ja, Mann! Oh, wie knapp das war! Boah! So, wir können jetzt schon mal zwei Mausfahrer-Gegner herausfordern. Ja, das ist doch mal ein Unterschied jetzt. 125.000, so muss es bei jedem Gegner sein. Vielleicht sollen noch mehr, ey. Schön! Oh, gerade noch so überholt, ey. Aber gerade noch so. Dankeschön, Corvette. Geht ja mal reparieren hier vorne. Gibt's hier eine Reparaturstelle? Oder gibt's da irgendwo hier? Na, da vorne. Oder ist ein Bulle? Ganz langsam. Guten Tag, Polizei. Muss ein bisschen tanken. Ach, grün, ey. Was habt denn ihr für Farben? Kaum andere Farbe. Oh, das, ey, was ist denn das da? Oh, komm, braun. Ich will weiß haben. So, einmal rückwärts. Ist mit blauen Streifen. Ja, was ist das? Ach, komm, weiß ist okay. So, rennen. So, handelt Hinterhalt. Oh nein. Kann ich unbedingt davon starten? Canyon Ball Run. Warte mal, das ist ein schweres Sprintrennen. 1,2 Kilometer. Okay, dann machen wir das mal. Auf jeden Fall ich mal da lang gefahren, ey. Oh, ich bin wieder blau, ey. Wunderschön. Ach nee, hier müssen wir rechts. Auf jeden Fall die letzte Folge 30 Minuten lang. Und ja, wo wir nach Autos gesucht haben, so knapp 5 bis 10 Minuten. Da na, das werden wir jetzt hier nicht machen, weil ich glaube, mit dem Auto werden wir ein bisschen länger brauchen. So, Canyon Boy Run, weil das ist das, das Rennen, was am kürzesten entfernt war von meinem bis jetzigen Standort oder vorigen Standort. Also so hoch würde ich auch gerne mal sein und mal sehen, wo die ganzen Autos versteckt sind. Oh, wie ein Fahrstuhl, ey. Bums. Oh Gott, das Rennen geht los. Okay. Das sind ja nur drei Kinder, das ist ja gar nichts, ey. So, einmal ist weg. Jetzt bin ich richtig eingespielt in dem Spiel. Ach, Polizei ist auch noch da. So, einfach bloß wegfahren hier, damit wir einen schönen Vorsprung haben. Sagen wir auf 4 Kilometer. So, die kommen von hinten alle. So. Eigentlich sollte dich gleich mal ein bisschen verpissen. Könnte ruhig die mal schön so eine. Boah, Alter. Weg hier. Oh Gott, vierte Alarmstufe. Wo geht's denn lang? Du wirst jetzt in keine Nagelbänder reinfahren. Alle Einheiten, unser Code 3. Der Code 3, ich bin Code 3, Leute. Ja, Code 3. Verstanden, Sie geschnellstmöglich Unterstützung.
Also schwer war das Rennen jetzt nicht, und da vorne das Ziel ist. So, erster. Ganz einfach. Davon brauchen wir nur den Prallschutz und mehr nicht. So, ich brauche 400.000 Punkte. Hat 99.000, ja. Nitro-Tank. Nein. Ja, auf jeden Fall. Ach, kann ich mal abhauen, ey. Ich hau so auf wieder. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier rennen und zur Hunter des Hinterhalts. Wir haben zumindest das 7 Kilometer hier. Okay. Aber bevor wir das machen, fahren wir erstmal hier rein. Also wird es auch grau-schwarz, auch schön. Diese Straßensperre, super. Erstmal da hinfahren, das ist ja übrigens weit weg, ey. Ich war 6,4 Kilometer. Ich fahr erstmal hier hoch. Ausgetrickst. Vorsicht, Abkommen auf der Straße. Gott, okay, okay. Jetzt hier links abbiegen. Also nur für den Kopf ist noch vor dem Rennen. Abhängen, ich glaube, das müssen wir sogar. Mit dem ist es nicht so einfach hier mit dem Auto. Alter, komm rum. So. So. Lass uns auf die Uhr gucken, wie spät haben wir es denn? Kann ich jetzt gar nicht gar. Oh fuck. Ja, ist klar, ich muss hier winnen. Okay. Müssen die beiden Rennen noch fahren. Komm her, Bulle. Oh Gott, nein. Oh, ich dachte. Oh, die kommen so schnell ran, ey. Rechts dran, ich fahre mal gerne links dran. Boah, Alter, komm, Auto. Jetzt muss ich ehrlich nicht die Bullen abhängen, oder? Okay, okay, okay. Q3 Einheiten mit an letzter Position. Zug-Einheiten bei dir sammeln. Over. Einheiten-Check. Aktuelle Position melden. Over. Einheiten melden. Sektor West 4 ist negativ. Komm. Ach, wunderbar. Okay, sehr schön. Der schnell zum Rennen. Okay. Versuchen, nicht zu sehr aufzufallen von den Bullen. Weil die kennen ja unser Auto. Nein. Okay, okay. Mal hier hoch. Okay, dann können wir es gleich mal starten, dieses Rennen. Dann hätten wir auch, wenn
wir da, das denn schaffen, ob hier ist, ja, Hinterhalt, oh, das wird schwer, Leute, ey. Ich glaube, ey, das ist ein Hinterhalt, das ist auf der Mitte. Okay. Eigentlich könnten wir das Spiel schon mit den nächsten 2-3 Parts beenden. Wir sind Most Wanted 1, aber ich will diesen Most Wanted 1 für den letzten Part behalten. Und fertig ist. Oh Gott, wo sind wir? Ach man, die haben schon wieder Drogen genommen, die Bullen. Ja, ist klar. Und da bin ich. Ach, wie geil, oder? Nein. Wo sind wir denn? Oh Gott. 2,5 Minuten, okay. Dann let's go. So, hier rein. Und tschüss. Nein, was macht das Drecksauto? Echt super, ey, toll. Hat sich zu weit gedreht, ey. Ja, okay, okay, okay. Nein, nein. Fahr, 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 fahr. Zentrale, der Code-3-Verdächtige hat mich abgehängt. Ohne Verstärkung wird entkommen. Achtung, Verfolgereinheiten haben Code-3 in der Sicht. Alle Einheiten Straße für Straße abzüglich. Ich stelle mich hier wieder rein in den Tunnel. Komm, 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 komm. Das wäre jetzt richtig, richtig nice. Ja, haben wir. Ja, Mann. Ey, das läuft schon wieder richtig, richtig nice, ey. Ich muss die ganze Nacht durchzocken hier, ey. Ansonsten wird die Festplatte zu voll. Aber egal, langes Getriebe nehmen wir natürlich an und verstärktes Chassis. Nee. Das zieht zu viel ab. Wunderbar. Das läuft immer richtig nice, ey. So, hier ist ein Auto, okay, das haben wir schon. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ein Lamborghini, okay, aber so ein Cabrio-Ding. Haben wir noch einen? Mich ja mal interessieren, weil... Den haben wir? Den kennen wir? Da ist ein Schild. Toll. Schilder sind auch ganz wichtig. Da war noch ein Tor. So. Und das letzte Rennen jetzt, der Power Stroke. Oh, 1,4 Kilometer, das ist ja mal nice. Ach, ich freue mich, da auch so ein SAT, oder? Ach, nee, da steht die Viper. Aber gelb sieht die Viper geil aus, oder? Zu gelb. Da passt Deutsch auch zu gelb. Ich glaube, am Strand muss hier doch ein Auto stehen, ey. Das ist immer sowas von klar, ey. Keins. Oder irgend so ein Offroad-Auto, keine Ahnung. Aber hier muss doch ein stehen hier unten. Ist das sowas von auffällig, dass hier ein steht? Hier bumm. Ey, kann ich gehen? Geil. Jump! Nice. Okay, dann drehen wir mal um. Hier kann man richtig geil den Part beenden. Nee. So, letztes Rennen auf jeden Fall jetzt erstmal.
keine Bullen anrahmen oder so. Haut ab. Okay, gut. Ist welche vorne. Das ist ein schweres Rundkursrennen, oder? Okay, das letzte Rennen für den Dodge Challenger und dem Ende dieses wundervollen Tages von mir. Das Rennen kenne ich noch nicht. So ein Kanalsystem, sieht es so aus? Achterbahn? Nein, so eine Stahl. Trägerstahl. Ah, hier so eine Stromleitung. Rot heißt doch Blut. Wie bei Redshift, ey. Genau das gleiche. Ich verstehe das nicht. Komische Musik so. Von Slender so die Musik so. Und dann auch hier. Ganz komisch. So, zwei Runden mehr gefahren. Ich muss die Geländereifen reinmachen, Leute. Ganz ich versuch's ohne, okay. Ich glaube, die werden jetzt größtenteils auf Schotter fahren. Auch wenn du das gleiche Auto hast, ich muss dich leider wegrammen. Ich weiß ja, warum es schwer ist. Weg da! Jetzt kommt hier Bigfoot an die Wand, ey. Wie wird das Auto genannt? Godzilla wird es hier genannt. Der Dodge Challenger, glaube ich. Aber war das der Nissan GT-R? Der da vorne zieht schon wieder ab, ey. Ich glaube, wir müssen mit der Viper die gleichen Rennen fahren hier wie mit dem Dodge Challenger. Weil es erstens von SAT sind und es fahren jetzt... Oh nein! Es fahren jetzt überall die Viper mit bei jedem Rennen, wo es möglich ist. Okay, du hast es selbst abgeschossen. Nein, den kriegen wir nicht mehr, glaube ich. Auch wenn er jetzt einen fetten Fehler macht. Den wird er auch nicht machen. Okay, neu starten. Das war klar. Aber ich will mal kurz die Geländereifen reinmachen, ob es damit besser klappt. Wenn die nicht schon drin sind, wir haben überhaupt die Rennreifen drin. So, überspringen wir mal. Komm, ganz schnell auf Modifikation. Nein, Modifikation. Reifen. Geländereifen kurz. Oh, der ist weg. Okay, mal sehen, ob die Geländereifen besser sind. Ich glaube, die alle fahren mit Rennreifen. Nee, kann man jetzt nicht erkennen, aber... Und gewonnen hat kein Dodge Challenger. So. Ey, dieser Kurs ist sowas von klein. Dauert doch richtig... nicht lange. Ich wollte gerade sagen, richtig lange dauert das. Nein, dauert nicht so lange. Toll, super. Ich bin perfekt da durchgefahren. Was wollt ihr denn? Mann, der erste ist da. Oh, komm, ey, springt sich so hoch hier. Das ist so, ey, so doof, dass der erste mal so weit vorne wegfährt. Ey, scheiß Gummiband-Effekt, ey. Mann, ey, verliere jetzt schon wieder, ey. Wow. Trotzdem zweiter. Ah, ganz knapp, ganz knapp. Das schaffen wir, Leute. Der Part dürfte jetzt schon über eine halbe Stunde gehen. Die Rennen, die
Geländereifen lassen wir auf jeden Fall drin, ne? Nur kein Fehler machen, gar nichts. Wir müssen gleich uns vorne absetzen. Die ersten verabschieden ich gleich mal. So, jetzt sind wir schon Zweiter. Fahren mit über zwei Sachen über Schotter rüber. Das ist doch mal was Schönes. Für so einen Challenger. Das ist richtig nice. So, weg da. So, jetzt sind wir mal vorne, ey. So. Sieht doch jetzt so richtig gut aus. Nur über die Ziellinie retten. Das werden wir schaffen. Locker, ey. So. Gut. Okay, jetzt haben wir es locker geschafft. Ey, wenn wir jetzt hier keinen Fehler machen, glaube ich ja nicht. Zeigt doch, wie wir jetzt perfekt durchfahren und gewinnt das Rennen. Sehr schön. Reifenreparatur, kurzes Getriebe und Aero-Karosserie. So, nicht mehr lange bis zum ersten Most Wanted. Reifenreparatur nehmen wir an. Höchstgeschwindigkeit, nee, ach, ist eigentlich auch egal. Nee. So, und hier Aero-Karosserie, ja, können wir auch annehmen. Da ist ein Sicherheitstor, das nehme ich doch gerne mit. Und ein Schild. Jetzt treffe ich das nicht. Egal, Leute, so, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich überlege gerade, mit welchem Auto wir fahren. Bevor wir beenden, werde ich nochmal hier lang springen. Yeah! Fuck, Alter. Fail. Okay, hier sind wir gekommen. Nee. So, Motor aus. Mal gucken, was wir jetzt noch für, also für Wagen haben. Was könnten wir denn fahren? Leute. Lamborghini Aventador. J, das ist der... Ah, Store, das ist der... Ultimate Speed. Ich würde sagen, wir werden im nächsten Part mit dem Lamborghini Museago weitermachen und dann auch Most Wanted 3 besiegen. Ja, ich mir so vorgenommen, dann werden wir im nächsten Part in den Lamborghini Aventador fahren. Wird richtig viel Spaß machen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.